So, das sind jetzt 1000 mm an MFT, also 2000 mm. Digital so um zweifach. Heißt also, auf Vollformat gerechnet ein 4000 mm Objektiv. So habe ich mir das vorgestellt. Was für ein Wahnsinn. Da hat der kleine Bernie ein Leben lang geträumt. Von einer Astro-Kamera. Und jetzt habe ich eine. Was für ein Glück. Eine richtige, echte Astro-Kamera. Herrlich. Einfach mal wieder den Mond anschauen. Sein Vollmond. Per 14. Lebensjahr habe ich von so etwas geträumt. Und jetzt, mit 58, besitze ich eine Astro-Kamera. Eigentlich eine Lumix MFT. Ja, meine Astro-Kamera ist eine handelsübliche MFT-Kamera, eine GX81 Crop Factor 2. Daran montiert ein Spiegelteleobjektiv mit fester Brennweite, mit fester Blende 11, Brennweite 1000 mm aus japanischer Produktion. Ja, ein wunderschönes Teil. Funktioniert wunderbar. Super Albinar. Lens coated, made in Japan. Über eBay Kleinanzeigen zu einem lächerlich günstigen Preis erworben. Und seitdem fast jeden zweiten Tag im Einsatz. Die Dame, von der ich das gekauft habe, recht herzlichen Dank nochmal dafür, hat mir erzählt, dass sie es 30 Jahre lang im Koffer hatte und quasi nicht benutzt hat. Viel zu schade, nicht wahr? Viel zu schade. Die Aufnahmen jetzt sind ganz normal aus dem Objektiv, bei dem Crop Factor 2. Ja, einfach so. Ja, die Aufnahmen so, die sind einfach so aus dem Objektiv heraus. Crop Factor 2, also 2000 mm Brennweite. Wobei jetzt das Objektiv selber etwa 30-40 cm lang ist. Es ist von Maksutov Bauweise, ähnlich wie eine Russentonne, aber deutlich kleiner und zierlicher. Ja, was soll man zu solchen Aufnahmen noch sagen? Einfach großartig. Einfach Freude pur. Einfach ein Zeichen, dass man Träume nie aufgeben darf. Niemals. Ja, eine, ich glaube, EQ1-Montierung, also eine azimutale Montierung mit einem ganz einfachen Aluminiumstativ. Ja, ein einfacher, simpler Adapter von T1. T2 auf MFT. Ja, eigentlich alles ganz einfach und simple Technik. Ja, ich muss sagen, das ist auch am besten so. Da kann man ein bisschen an der Hand eindrehen. Also, ist ja kein Problem. Ja, ein bisschen runter. Hier oben rechts das Magnesium zu sehen ist. Dann sieht man auf die nördliche Polkappe des Mondes.
herrlich. Vollmond am 17. März 2022.